Hallo Leute, ja, ich bin heute mal auf eine andere Art und Weise. Und zwar habe ich heute ein Do-It-Yourself. Und zwar mache ich halt meinen eigenen Lipbalm. Und ich versuche das heute das erste Mal. Was ihr dafür braucht, ist einmal Vaseline. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt für eine Vaseline. Hauptsache, es ist reine weiße. Dann braucht ihr eine Schüssel. Dann braucht ihr einen Lippenstift, den ihr wahrscheinlich nicht mehr braucht. Oder kauft ihr euch einfach. Eine Schere. Und natürlich diese kleinen Behälter. Ich habe sie euch schon mal in einem Haul gezeigt, aber ich habe sie leider verloren, deswegen musste ich sie heute neu kaufen. Egal, da sind halt so kleine Shampoo-Döschen drin. Und von DM, wie gesagt, die haben 2,50 € gekostet. Und ja, dann hat man halt hier so eine kleine Behälterchen. So, und dann hat man... Ja, jetzt brauche ich eigentlich noch einen Löffel... Hole ich sofort. Und dann hat man hier so einen kleinen Schaber und ich hole mal schnell den Löffel. Ja, ich habe mich mal ein bisschen anders hingestellt. Und zwar hier ist der Löffel. Ja, sorry, wenn ihr das hier seht, aber das ist, ich konnte das Handy sonst nicht hinstellen. Und ja, fangen wir an. Und zwar nehmt ihr die Vaseline. Gebt ruhig schon so, ein Teelöffel. Ja, uns ist gerade nicht besonders, voll. Jetzt könnt ihr gar nicht sehen, was ich hier mache. Damit ich jetzt nicht hier so mega viele Bakterien drin mache, mit meinen Händen auch noch. So. Ja, ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen. Ich will auch in alle drei Gefäße was haben. So. Dann nehme ich mir meinen Lippenstift. Hier, das ist halt der von Biokura. Den benutze ich jetzt nicht mehr so oft. Der ist auch schon bald alle und kaputt. Da werde ich jetzt einfach ein Stück abschneiden. So. Kann ich auch den Rest auch noch abschneiden. So. Okay, es ist zwar schon eine kleine Sauerei, aber naja, was macht man nicht alles, um schön auszusehen? Nein. Der Lippenstift ist einfach dazu da, dem Dings hier, wie nennt man das jetzt? Gott, ich habe gerade voll im Deckout, dem Balsam eine Farbe zu geben. Und nun rührt man einfach alles gut um. Ja, das muss halt sehr gut umgerührt werden. Ich zeige euch gleich nochmal, wenn ich fertig bin. Also, die Masse muss dann ungefähr so aussehen. Also, kommt drauf an, welche Farbe ihr nehmt. Und ich werde zum Geschmack noch ein bisschen Zucker dazufügen. Ja. So, und jetzt rühre ich wieder um. So, dann, wenn das so fertig ist, dann macht ihr das einfach in die Mikrowelle. Und lasst es für eine Minute erhitzen. Dann rührt ihr um und dann das um genau 5 Mal. Oder kommt drauf an, ob schon alles flüssig ist. Also es muss auf jeden Fall sehr flüssig sein. So, also ich hätte es jetzt nicht ganz flüssig bekommen, weil ich habe Angst, dass das Glas platzt oder so, keine Ahnung. Weil ich bin einfach nicht, ich weiß, bin nämlich auch gerade alleine und ich weiß nicht, ob das so richtige Glas ist. Egal. Dann nehmt ihr das Gefäß. Und dann gießt ihr das einfach oder versucht es möglich gut in das Gefäß zu schütten, ohne dass etwas daneben geht. Sharon? Ah. Shit. Ja, also das mit den 3 Gefäßen füllen war wohl nichts. Denn es ist sehr wenig, wie ich sehe. Naja, wir haben auch jetzt nicht mehr so viel Vaseline. Also ich werde mir bestimmt auch welche. Eine neue Vaseline kaufen. Oder meine Eltern eher. So, und ich will ja nicht, dass da unten dann so Luftbläschen drin sind. Also drücke ich das ein und verteile das auch schön. So.
dieser kleine Rest muss auch noch da rein. Oder ich mache es einfach in das zweite Behältnis. Behältnis? Was laber ich heute? Ja, der Zucker ist auch irgendwie so ein bisschen wie Peeling-Perlen. Und, ja. Also der Zucker bringt jetzt nicht viel beim Geschmack, aber... Oh, das habe ich gerade ein bisschen verschoben. So. Die Schüssel ist leer und ich habe gerade mega viel am Finger. Ja, man sollte immer ein Tuch bei sich haben, was ich gerade nicht habe. So, habt ihr das getan? Wischt da einfach mal so, keine Ahnung, mit einem Tuch oder Finger, einfach mal so einmal rüber an dem Rand, damit auch nichts übersteht. So. So, und jetzt stellt ihr das für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und guckt, bis sie hart ist. Ich werde es nochmal ein bisschen verteilen hier. Ja, und dann sage ich euch gleich Bescheid. Ja, Leute, ich kann euch leider nicht mehr zeigen, wie das aussieht, weil meine Kamera, die stürzt gleich ab, weil das Akku alle ist und weil das jetzt irgendwie ein bisschen zu lange dauert. Und ja, vielleicht werde ich sie in meinem nächsten Aufgebraucht-Video oder ich zeige sie euch einfach mal in meinem nächsten Video. Und ja. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt was Nettes in die Kommentare und schreibt mir Videoideen. Tschüss!